Ich denke, wir haben kein gutes Spiel abgeliefert. Gerade die Anfangsphase war sehr enttäuschend. Da haben wir überhaupt keine Aktionen zusammengebracht, keine Ballstaffetten. Dann haben wir es versucht über einen Kampf, aber im Endeffekt war es heute viel zu wenig. Kann man selber nicht ganz erklären, warum wir heute eigentlich so eine schwache Leistung geboten haben. Die ersten 30 Minuten waren es einfach besser als wir in der ersten Halbzeit. Ja, dann haben wir die letzte Viertelstunde war wieder ein bisschen besser von uns. Wir haben auch einige Chancen vorgefunden, aber leider haben wir es nicht genutzt. Auch zweite Halbzeit waren wir meiner Meinung nach stärker. Aber ja, mit so einem blöden Tor, was man dann kurz vor Schluss kriegt, ist es bitter. Beide Mannschaften haben bis zum Schluss auf Sieg gespielt und natürlich in unserer Situation. Wir haben zweimal heute an die Latte geschossen, haben einen Handelfmeter nicht bekommen und genau in unserer Situation bekommen wir natürlich dann das 0:1 kurz vor Schluss. Ich glaube, wir brauchen jetzt schon langsam ein Erfolgserlebnis und leider haben wir es bis jetzt nicht und jetzt rennen wir schon länger an Sieg hinterher und ja, es ist schade, dass wir jetzt kurz vor Schluss die Partie eigentlich aus der Hand gegeben haben. Also, da hätten wir zumindest in Derby unentschieden holen können, aber wie gesagt, es ist einfach bitter. Es geht jetzt weiter im Training, wieder konsequent und konzentriert arbeiten und dann hoffentlich werden wir irgendwann belohnt auch wieder. Ich versuche positiv auf die Mannschaft einzuwirken, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich jetzt den Zauberstab in der Hand habe und mit dem herumwedle und dann passt wieder alles, sondern ich kann nur versuchen, meine Sache gut zu machen und die Burschen wieder aufrichten und dann schauen wir nach vorne. Nächste Woche haben wir mal keine englische Woche, können einmal normal trainieren die ganze Woche und hoffen und dann natürlich auf einen Sieg in Wiener Neustadt. Ich denke, ein bisschen eine Verunsicherung macht sich breit. Ich glaube, der Wille ist da. Vielleicht machen wir uns selber zu viel Druck. Es fehlt wieder die Leichtigkeit. Und ja, wir müssen schauen, dass wir das bald herausbekommen. Wenn du solche Chancen nicht machst, beziehungsweise immer was dazwischen ist, Aluminium oder Gegner, dann ist es natürlich sehr bitter. Es kratzt am Selbstvertrauen. Und ja, wir müssen aber nichtsdestotrotz diese Niederlage dann irgendwann abhaken und in Neustadt dann 3 Punkte mitnehmen.